Hey, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich meine Haare nachfärben, denn mittlerweile ist es wieder so ein Punkt, wo ich sage, da muss definitiv mal wieder was drüber. Ich möchte in der Nuancierung bleiben, wie ich war. Das heißt, es wird wieder in so einen Rot-Pink-Ton gehen. Aber ich möchte das ganze Mischungsverhältnis so ein bisschen verändern. Das letzte Mal habe ich ja sehr, sehr viel Conditioner dazu gemischt, dass es eben einfach nicht so dunkel wird. Und heute möchte ich einfach weniger Conditioner benutzen, um die Haare so ein bisschen mehr dunkel zu halten. Vor allem auch, um den Ansatz so ein bisschen anzupassen. Denn auf dem Naturansatz wird das Ganze nicht so gut annehmen und auch sehr schnell rausfallen. Was aber nicht schlimm ist, weil nämlich schon eine neue Haarfarbe in Planung steht. Und dafür brauche ich nicht zwingend einen hellen Ansatz, so als kleiner Spoiler. Das ist auf jeden Fall die Haarfarbe jetzt nach guten 6 Haarwäschen. Ich gebe euch dazu immer Updates auf Instagram, da kannst du mir gerne mal folgen. Da poste ich das Ganze in der Story und tue es hinterher auch in den Highlights speichern und daher. Deswegen guck da einfach gerne mal durch. Ich finde es immer sehr spannend, Haarfarben nach Haarwäschen zu beurteilen und nicht, wie es in der Drogerie oft deklariert wird, als die Haarfarbe hält bis zu 4 oder 8 Wochen. Das ist immer schwierig zu sagen, weil einfach jede Person seine Haare in einem unterschiedlichen Rhythmus wäscht. Ich wasche meine Haare 1 bis 2 Mal die Woche, deswegen habe ich das Glück, dass meine Haarfarben relativ lange halten. Das Ganze hat jetzt nicht so lange gehalten, habe ich das Ganze auch sehr stark verdünnt und ich weiß, dass die Produkte von Arctic Fox sehr gut halten, wenn man sie pur aufträgt. Aber ich bin trotzdem heute noch nicht so weit, dass ich das Ganze pur auftragen möchte. Ich werde es auch wieder ein bisschen verdünnen, aber all diese Infos wirst du wieder unten in der Infobox finden. Bevor wir mit der Haarfarbe starten, möchte ich dir noch ganz kurz erklären, warum es diesmal ein Werbevideo ist. Denn ich habe von der Firma iCrush Schmuck zugeschickt bekommen. Ich finde es ziemlich cool, dass ich angeschrieben worden bin. Ich habe iCrush schon einige Male auf Instagram gesehen und ich finde den Schmuck echt schön. Und deswegen habe ich gedacht, cool, wenn du jetzt so eine Anfrage bekommst, warum soll ich das nicht annehmen und das Ganze einfach mal austesten? Ich habe vor kurzem meinen Schmuck selber so ein bisschen umgestellt von Silber auf Goldschmuck. Und deswegen kam mir das eigentlich ganz gelegen. Ich möchte dir nachher, wenn der Look komplett fertig ist, die Ketten nochmal genauer vorstellen. Und ihr werdet sie natürlich auch nochmal auf Instagram genauer finden. Und die Seite werde ich euch natürlich auch unten in der Infobox verlinken. Ich möchte jetzt trotzdem erstmal meine Haare schick machen, denn ich finde, wenn man Schmuck trägt, dann muss das Ganze auch ein bisschen stimmen. Jetzt sitze ich hier noch in meinem Bademantel. Meine Haare hatte ich eben gewaschen. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal und ich nehme dich wieder mit rüber ins Badezimmer. Gott, ich liebe diese Haarfarbe. Der Farbton ist so, so schön. So schön. Ich meine, es ist so ein bisschen, als wären wir zurück in den Herbst gewandert, aber ich hatte lange nicht mehr so dunkle Haare. So, so dunkle Haare. Es ist so ungewohnt und ich habe mich unfassbar viel geschminkt und ich sehe, glaube ich, trotzdem ziemlich blass aus. Aber es sieht so schön aus. So schön. Ich freue mich total, dass ich das gemacht habe. Oh, wie cool. Wie ihr übrigens auch sehen könnt, trage ich bereits auch etwas mehr Schmuck als vorhin. Das sind Ketten von iCrush, allerdings nur 2 von 3, die mir zugeschickt worden sind. Denn das sind meine Favoriten.
Es ist einfach so, ich liebe doppelte Ketten. Ich habe selber welche in Silber, allerdings mit Anhängern, aber da kann man ja variieren und später noch welche dazu kaufen. Das habe ich hier oben bei meinem Piercing übrigens auch gemacht, dass ich um den Ring einfach noch so ein kleines Ding mit eingefädelt habe, dass da so ein kleiner Mond dran hängt. Und ich denke, dass man das hier auch wunderbar aufpeppen kann. Allerdings mag ich, dass hier oben dieses Bändchen ein bisschen schmaler ist als das untere. Und hier, das ist eine komplett einzelne. Ich finde aber so in Kombination von allen beiden mag ich sie unfassbar gerne. Wenn ich jetzt eine Kette einzeln tragen würde, dann würde ich diese hier bevorzugen, einfach weil sie schon diese Doppeloptik hat. Alleine finde ich sie ein bisschen für mich schwierig zu integrieren. Aber so im Doppelpack, muss ich sagen, liebe ich diese Kette sehr. Vor allen Dingen mag ich diesen, dass es einfach mal so ein anderes Kettenmuster hat. Dass es nicht so fein ist und nicht so übertrieben glitzert. Die dritte Kette ist auch schön. Also sie ist wirklich schön und sie hat auch dasselbe Design wie diese Kette. Aber sie hat unten so einen Steg dran. An sich finde ich diese Grundidee von diesem Steg wirklich schön. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es einfach an meinem Hals liegt oder ob es einfach so gedacht ist, dass sie halt sehr kurz hängt. Ich hätte es persönlich schöner gefunden, wenn die Kette jetzt wie an meinem Arm zum Beispiel oben eng zu ist und die Kette einfach noch so ein bisschen weiter Richtung Ausschnitt geht. Gerade wenn man im Sommer dann wieder einen weiteren Ausschnitt trägt oder wie jetzt einfach etwas hochgeschnitten ist. Ich finde, dann wirkt es irgendwie schöner, als wenn es sehr, sehr dicht am Hals ist. Jetzt ist halt die Frage, liegt es daran, weil ich einfach einen bisschen breiteren Hals habe? Dann kann da natürlich überhaupt keiner was für. Aber ja, an sich, wie gesagt, ich finde diese Kette sehr schön. Ich finde die Idee dahinter schön. Aber ob ich sie jetzt tragen werde, so einzeln, weiß ich nicht, weil sie mir einfach viel zu kurz ist. Also gefühlt finde ich sie für mich zu kurz. Man könnte natürlich schauen, ob man sie mit der kombiniert, dass man sie verlängert, dass man dann einfach diesen Effekt bekommt, dass sie weiter nach unten geht. Denn an sich, wie gesagt, ich mag das, wie das aufgebaut ist. Wenn man sich vorstellt, dass das jetzt einfach so noch ein Stück runterhängt, ich fände das ziemlich cool. So weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Zumal auch, wenn man es zusammenzieht, hier diese Ketten schon enden und dann hier dieses feine Band kommt. Ihr seht, das ist ziemlich schmal. Theoretisch gesehen könnte man sagen, es ist ein Armband. Ist es aber nicht, weil das wäre super umständlich, ne? Letztendlich ist es natürlich aber auch wieder Geschmackssache. Die beiden Ketten finde ich sehr schön. Die ist leider ein bisschen zu klein geraten für mein Empfinden, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Idee. Ich bin sehr dankbar darüber, dass iCrush mich angeschrieben hat und mir diese drei Ketten zugeschickt hat. Dafür möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken. Du kannst mir jetzt da draußen gerne mal sagen, ob du eher Team Silberschmuck oder eher Team Goldschmuck bist oder ob du genau wie ich gerne so ein bisschen herumvariierst. Des Weiteren kannst du mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie du eigentlich meine neue Haarfarbe findest, denn ich finde die richtig klasse, auch wenn es jetzt auf den Frühling zugeht. Aber gut, wieso nicht, wenn die Haut vielleicht irgendwann demnächst ein wenig mehr gebräunt ist, dann sieht es vielleicht sogar noch cooler aus. Aber ich liebe es. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Eigentlich wie immer, ne? Tut mir leid, ich liebe Haarfarben. Ich liebe Haarfarben. Ich liebe es, mich zu verändern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und schau gerne mal in meinen anderen Videos vorbei. Vergiss natürlich auch nicht, mich auf YouTube und auch auf Instagram zu abonnieren, damit wir einfach so ein bisschen weiter in Kontakt stehen und du jedes Mal erfährst, wann neue Videos online kommen. Und ansonsten würde ich sagen, bleib gut drauf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!